Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem DIY-Eule YouTube-Kanal und herzlich willkommen zum allerersten Türchen von Hashtag Wir machen Weihnachten in 2022. Einige von euch kennen vielleicht Wir machen Weihnachten noch aus von vor 2-3 Jahren. Es hatte jetzt 2 Jahre Pause und wir sind zurück. Dieses Jahr sind die Hosts Jelena von Jelena DIY, Luise von Lieselu DIY, Thomas von Thomas Klotz und ich. Wir vier richten Hashtag Wir machen Weihnachten aus. Das ist ein YouTube Adventskalender, wo ihr Videos bei uns vielen findet, aber eben auch noch ganz viele kreative Gäste, die mit dabei sind, und jeden Tag öffnet sich quasi auf einem Kanal ein Türchen und ihr erfahrt immer am Ende des aktuellen Videos, wo sich dann am nächsten Tag das Türchen öffnet. Heute findet ihr Videos bei uns vier Hosts, also bei Jelena, Thomas, Luise und mir. Wir starten nämlich wieder in eine DIY-Challenge. Das haben Luise, Thomas und ich ja dieses Jahr schon 2-mal gemacht. Und zwar einmal mit alten Stickbildern und einmal mit Fahrradschläuchen. Und Thomas hat wieder ein spannendes Material für uns diesmal parat. Und Jelena ist diesmal nämlich auch mit dabei. Bevor es aber gleich losgeht mit dem Reveal des Materials der DIY-Challenge, stelle ich euch noch das diesjährige Intro von Wir machen Weihnachten vor. Seid ihr ready? 3, 2, 1, los! Hashtag Wir machen Weihnachten! Auf dem Weg zum ersten Wir machen Weihnachten-Dreh und natürlich hat es heute Nacht geschneit und es liegt noch ein bisschen Schnee auf den Autos. Seht ihr das? Ein bisschen? Ein ganz klein bisschen. Schön, dass ihr da seid. Schön, wieder bei dir in der Werkstatt zu sein. Ja, ja, aber hier fehlt noch eine. Eine fehlt noch und deswegen steht hier schon das Tablet. Wir rufen mal Jelena an. Wo ist sie gerade? Frankreich. Oh. Ah, da ist sie. Hey. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Na, wie geht's dir? Schön weihnachtlich ab. Ja. Wir machen Weihnachtsmütze wieder aus. Jelena, es hat hier ernsthaft geschneit heute Nacht. Nein. Ja. Hier sind ganz so, die Autos dann jetzt nicht mehr, aber heute früh hatten die so ganz leicht weiß obendrauf. Nee. Ja. Ich habe ein bisschen Schrott für euch dabei, Schrottgeschenke. Genau, wir haben heute wieder Material von dir, woraus wir was Kreatives machen müssen. Manchmal freut ihr euch ja nicht so sehr über meinen Schrott. Die Fahrradschläuche waren schon speziell. Die waren hart. Also diesmal habe ich was, was im weitesten Sinne schon auch irgendwie an Stoff verändert. Soll ich es euch mal zeigen? Ja, ja. Zeig mal. Geht's los? Oh. Hast du den Weihnachtsmann beklaut? Nee, sondern diverse Kaffees und so weiter. Das sind Kaffeesäcke. Ja, ich habe Weihnachtsmannsack gemacht, fertig, meine Idee. Ja, voll die gute Idee irgendwie. Braucht man doch auch immer, oder? So ein Weihnachtsmannsack. Ja. Ja, aber die haben aber so ein bisschen Mief, ne? Die haben ein bisschen Mief, die kann man ja noch ein bisschen waschen, jetzt stelle ich mich so an, aber die haben vor allem wirklich coole Designs. Da sind schöne. Ich finde das Material an sich auch voll schön. Also ich finde es auch ohne Design schön. Da könnte man ja glatt stecken. Ja, ja. Oder einen Badeanzug draus machen oder so. Oder einen Stuhl. Also jeder soll da einfach draus machen, was ihm irgendwie dazu einfällt. Jelena, wir packen dir direkt einen in die Post. Da ist eine Poststation, habe ich gesehen. Und wir schicken dir das nach Frankreich, damit du das auch ganz schnell hast. Und ich dann mache mir derweil schon mal Gedanken. Ja. Ob ihr wir schauen mal nach Motiven. Findet. Und dann legen wir los, oder? Oh Gott, ich habe keine Idee. Wir gucken gleich nochmal, welchen du kriegst. Dann machst du ja du nächst eine Tasche, denke ich. Mal gucken, es würde sich auch ganz gut eignen, ne? Oder den Badeanzug halt. Oder den Badeanzug. Oder den Badeanzug. Ja, das war die Uhr, wir müssen loslegen. Genau, also das auf. War jetzt der Timer. Auf geht's. Tschüss. 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 Ich habe sehr gelacht bei dieser Hüpfsequenz im Schnitt und bei der Idee dazu. Großartig. Ich bin den ganzen Weg so nach Hause gehüpft, Leute. Die Leute haben geguckt in der S-Bahn. Nee, haben sie überhaupt nicht. Wir sind in Berlin, da guckt da keiner. Also, ich habe jetzt meinen Kaffeesack und werde mir überlegen, was ich daraus Spannendes machen werde. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was eure ersten Ideen wären, was ihr mit einem Kaffeesack machen würdet oder was ihr vielleicht schon mit einem Kaffeesack gemacht habt. Meine ersten Ideen gingen ganz klar Richtung Tasche,
Täschchen oder halt Beutelchen, so. Es ist ja auf jeden Fall Material, mit dem man gut arbeiten kann. Wenn ihr wissen wollt, was ich, was Jelena, was Thomas und was Luise aus dem Material gezaubert haben, dann schaltet auf jeden Fall am 6. wieder ein. Das 6. Türchen findet wieder bei uns allen statt und da wird es die Auflösung der DIY-Challenge geben. Mit Hashtag Wir machen Weihnachten geht es morgen weiter. Und zwar bei der lieben Steffi von DIY-Mummies auf dem Kanal. Verlinke ich euch an dieser Stelle, am besten gleich abonnieren. Und da ist dann das 2. Türchen. Und bei ihr erfahrt ihr dann, wo das 3. Türchen ist und immer so weiter. Ich mache euch außerdem eine Playlist fertig und versuche tagesaktuell die aktuellen Videos immer mit auf die Playlist zu pinnen. Die Playlist verlinke ich euch auch einmal an dieser Stelle. Da ist jetzt noch nicht viel drin, aber das wird sich den Dezember überfüllen. Ansonsten geht es hier auf dem Kanal am Sonntag weiter mit den Näh-News. Die stehen außerhalb von Wir machen Weihnachten. Das nächste Wir machen Weihnachten-Video dann eben am 6. mit der Auflösung der DIY-Challenge. Ich freue mich sehr. Bin sehr, sehr gespannt, was ihr dazu sagt und ob ihr euch freut, dass es dieses Jahr wieder Hashtag Wir machen Weihnachten gibt. Bis dahin, einen schönen Start in den Dezember wünsche ich euch und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss! Hab ich jetzt auch schon einen Sack? Ihr liegt hier, ihr hopst vor, ich hinterher. Und ich so, dieser Sack stinkt so. Der muss stinken. Oh Mann, er hat leider das Niveau gefunden, das liegt unter dem Tisch. Hüpfen ohne Sport-BH, ich sag's dir. Wir gleich kamen. Gleich hopfen. Jetzt mal. Gleich mal. Ja schon, oder? Wollen wir es mal üben? 1, 2, 3.